Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher mmogia.de. So, kommen wir zum zweiten Boss in Grimmatoll, dem Schmiedemeister Srongus. Der ist relativ ähnlich wie dieser eine Boss in Halde der Blitze, der immer seine Waffe wechselt. Also nur dadurch, dass er auch seine Waffen wechselt, ist er dem ähnlich. Sonst sind natürlich die Abilities durchaus anders. Er kann eben Waffen wechseln. Er hat entweder eine 2-Einhänder, eine große Zweihand oder ein Schild. Beim Schild nimmt er gar keinen Schaden nach vorne. Bei den 2-Einhändern, wie er sie jetzt hier gerade hat, ihr seht das, macht er sehr viel Schaden und stackt einen Schwächungszauber auf dem Tank. Ja, also so, dass der Tank eben da böse Sachen bekommt. Dann kriegt man außerdem hier zwischendurch noch einen Schwächungszauber selber ab. Diesen kann man sich wegmachen, indem man einfach, also der verlangsamt bzw. verlängert die Castzeit, also die Zauberzeit von irgendwelchen Dingen. Ihr seht das jetzt hier gerade, ne? Das ist sehr, sehr lange. Ich würde das wegkriegen, indem ich einfach zwei Fähigkeiten nutze. Da würden sich natürlich dann anbieten, zwei Instant-Sachen zu nutzen. Jetzt sehen wir hier das Schild. Das Schild macht einmal nach vorne Feuer. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich war ja, wie gesagt, noch nicht auf Heroic. Außerdem, wenn man quasi auf das Schild Schaden macht, wird der reduziert. Ihr habt das gerade zwischendurch gesehen, ich hatte da drauf Schaden gemacht, der wird reduziert. Wenn man dann aber hier eben am Schild vorbei Schaden macht, geht das ganz normal. Zwischendurch kommt von oben natürlich, ihr seht das hier immer wieder noch ein bisschen was runter von der Decke, dem man einfach ausweichen muss. Also das Waffe 2 eben, das Schild, das, da sieht man das eben von der Decke. Dann gibt es noch die Zweihandwaffe. Die Zweihandwaffe macht zum einen diese Flächen da auf dem Boden. Ihr seht das hier jetzt auch wieder. Da darf man natürlich nicht drin stehen, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Und dann wird er zufällig ein Spieler impalen. Ihr habt jetzt gerade hier die Meldung gesehen, X-Case ist impaled. Wir werden jetzt mich impaled sehen. Da seht ihr es. Und wenn man runterfällt, landet man in dieser Grütze. Da sollte man natürlich dann einfach schnell rauslaufen. Habe ich jetzt hier gemacht. Also gar kein Problem. Man muss allerdings sagen, dass man in dieser Phase, also der Tank hat das hier falsch gespielt und er hat auch nur überlebt, weil er sehr, sehr starkes Gear hat. In dieser Zweihandwaffenphase kann man den Mob nicht mehr normal tanken, sondern man muss ihn kiten, denn er macht da sehr, sehr viel Schaden, eben weil es eine Zweihandwaffe ist. Daher, wir schauen uns den Kampf nochmal an. Also in der Zweihandwaffenphase müsst ihr ihn kiten. Zwei Einhänder jetzt nochmal hier, eben der Debuff auf euch und auf uns. Also auf euch draußen und auf dem Tank. Auf euch könnt ihr, ich habe ihn jetzt hier mal in einer im Ziel, könnt ihn einfach wegmachen, indem ihr zwei sofort wirkende Zauber macht, ja, dass ihr zum Beispiel irgendwie zwei Schüsse jetzt in meinem Fall hier abgebt, die das Ganze dann wegmachen. Ansonsten ist die Zauberzeit sehr, sehr stark verlängert. Ja, das ist eine Fähigkeit eben, und dass er natürlich sehr, sehr viel Schaden dann macht, weil er einfach noch eine extra Attacke hat, da er zwei Waffen hat. Ja, beim Schild, was er sich jetzt gerade holt, in die Richtung, in der das Schild guckt, ihr seht das hier, ziemlich eindrucksvoll. Ich kriege Schaden, kriege sehr viel Schaden. Das Schild bewegt sich teilweise auch. Also es zielt nicht auf eine Person, sondern bewegt sich gleich einfach mal weiter. Wenn man auf Schild Schaden versucht zu machen, wird das reduziert. Ja, einfach nicht dann machen, sondern von der Seite ein bisschen bewegen müsst ihr euch da. Ne? Das ist halt dann wichtig. Habt ihr jetzt hier gerade gesehen. Und natürlich nicht im Feuer stehen. Ja, die Zweihandwaffe ist eben so, dass zum einen diese Sachen auf den Boden kommen, aus denen ihr einfach rauslaufen müsst. Und natürlich, dass ihr jemanden impalt, also einfach auf die Waffe draufsetzt. Wir haben das jetzt gerade gesehen. Und dass der Boss hier auf jeden Fall gekitet werden muss. Unser Tank wusste das auch nicht, der war ja auch noch nie. Wir haben das hinterher gesagt, also er hätte es niemals überlebt mit dem Gear. Ja, also ihr müsst den einfach kiten. Die Aggro sollte da schon passen. Es gibt ja einigen Stellen, da das random ist, also da das nicht immer in der gleichen Reihenfolge hier ist, welche Waffen er nimmt, muss man da ein bisschen dann teilweise aufpassen mit der Aggro, wenn das direkt als zweites kommt oder als erstes und so. Ne? Da ist natürlich dann die Aggro noch nicht so groß. Ja, dann hier direkt rauslaufen, wenn ihr da rauskommt. Ja, die Fähigkeiten alle nochmal, beziehungsweise der Loot natürlich auf venjen.eu, könnt ihr dort einsehen in dem entsprechenden Guide. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Ja, das war Boss 2. Boss 3 sehen wir uns dann wieder. Euer Venjen.